Ja, hallo liebe Bustouristik-Freunde, die Bustouristik-Scherzer. Gibt jetzt mal den Statement ab zur ITB Now, den zweiten Teil, den wir schon angekündigt haben. Die ITB Now 21 hatte 65.000 Besucher, die sich online sozusagen bei 3.500 Ausstellern informiert haben aus 120 Ländern. Normalerweise sind es ja knapp 12.000 Aussteller, die auf der ITB sind, also es waren schon deutlich weniger. Aber man muss mal überlegen, wie das in Zukunft auch ist, eine Messe zu veranstalten, die zum Teil auch virtuell abrufbar ist oder auch mit Präsenz sein kann oder sein wird. Neuerungen sind vor allem: Amsterdam hat ein neues Bojans-Erlebnismuseum, das diesen Sommer an den Start gehen wird. In Berlin soll im Sommer die Eröffnung der neuen Nationalgalerie sein. In Berlin die Welt der Gärten hatte immer offen und hat auch neue Angebote. Bayreuth hat neue Hotels bekommen. Rothenburg ob der Tauber hat auch mehr Garten zu zeigen in diesem Jahr. Ein sehr schönes grünes Umfeld. Dinkelspiel feiert die Maus 50. Geburtstag. Sendung der Maus, weiß noch jeder. Erfurt die Buga startet. Und die Domstufenfestspiele in Erfurt sind fest eingeplant. Landesgartenschauen in Ingolstadt, Lindau und Überlingen starten auch. Morges am Genfersee, das schöne Tulpenfest dort startet. Im Meran Schloss Trautmannsdorf macht wieder auf und hat tolle neue Angebote. Istrien kann individuell schon gebucht werden, weil dort die Inzidenzwerte sehr niedrig sind. In München kommen 15 neue Hotels an den Start, die jetzt zur Eröffnung dastehen. Mannheim hat neue Gruppenführungen. Regensburg ist die Landesausstellung aus 2020 vom Chiemsee nach Regensburg verschoben worden, findet dort statt. Oberstdorf, Klein-Walsertal, neue Bergbahnen für 60 Millionen Euro stehen da schon startbereit und konnten bis jetzt nicht wirklich einen Tag fahren. Bodenseeschifffahrt startet bald neu mit Angeboten für Gruppen. Saarland lädt ein für Natur und Genuss. Vöglinger Hütte da vor allem immer wieder mal besuchen. Ganz tolles Ziel. Bremen und Bremerhaven haben neue Gruppenangebote, die man abrufen kann. In Oberammergau soll der GTM 2022 wieder in Präsenz stattfinden. Das ist erstmalig keine Großstadt. Oberammergau ist aber ein weltberühmter Ort, der den GTM 2022 durchführen wird. Der RDA findet vom 6. bis 7. Juli in Köln statt. Wir hoffen, dass er auch so in Präsenz stattfinden kann. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, die Bustouristik-Scherzer ist wieder auf dem Weg nach Berlin. Wir wollen konkret Öffnungsperspektiven für den Tourismus erreichen, ansprechen, fordern. Es geht nicht an, dass wir jetzt alle nach Mallorca fliegen können, Eurowings 300 Flüge zusätzlich gleich sofort verkaufen kann. Die TUI ihre Kapazitäten verdoppelt hat, weil das auf einmal funktioniert. Und in Deutschland hat kein einziges Hotel- oder Gastronomiebetrieb auf. Das geht nicht mehr. Was wir fordern, ist eben mit den bestehenden Hygienekonzepten und neuen vielleicht Ergänzungen eine Forderung, den Tourismus wieder zu öffnen. Ob der Bustourismus, der eh das sicherste Fahrzeug betreibt, oder auch die Hotellerie, beides gehört irgendwo jetzt sofort auch eine Perspektive her. Dafür fahren wir nach Berlin. Wir sind bei der Demo unter anderem Reisen aber sicher präsent am Brandenburger Tor. Aber wir haben vorher einen wichtigen Termin im Abgeordnetenhaus mit Herrn Paul Lehrede von der CSU im Tourismusausschuss. Wir werden dort genau diese Punkte wieder zum Gespräch bringen und hoffen, dort doch wieder sehr Sinnvolles zu erreichen, weil jeder Besuch, den wir bis jetzt in Berlin gemacht haben, hat etwas gebracht für die Touristikbranche. Und bis dahin hoffen wir, haltet die Daumen, bleibt gesund und es geht bald wieder aufwärts. Eure Bustouristik-Scherzer. Servus, pfiat euch.